Generell gibt es eine 5-Tage-Woche in meinem Job, wobei die Herausforderungen in freier Zeiteinteilung abzuarbeiten sind. Flexibilität muss man natürlich mit sich bringen. Es gibt immer wieder Herausforderungen in Form von Neueröffnungen oder Umbauten. Mit der Work-Life-Balance ist es so, dass ich flexible Arbeitszeiten habe. Ich kann meine Termine vereinbaren und es ist mit der Marktmanagerin auch gut abzusprechen, dass man das auch in der Freizeit erledigen kann, beziehungsweise dass sie mich halt eben mal früh einteilt und ich nachmittags frei. Wir sind der digitale Bereich in der Firma Billa. Unsere Einkaufszeiten sind quasi 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. In dieser Zeit müssen wir unsere Kunden glücklich machen. Dementsprechend bin ich auch von meinen Arbeitszeiten her relativ flexibel. Hierarchien sind in einer Organisation dieser Größe aus meiner Sicht unumgänglich. Die Frage ist nur, wie damit umgegangen wird. Bei uns ist tief in der Unternehmenskultur ein Agieren auf Augenhöhe verankert. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob man sich bei du oder sie anspricht. Bei der Firma Billa gibt es zum Beispiel als Benefiz die Mitarbeiterkarte. Das heißt, man sammelt das ganze Jahr, wenn man beim Billa einkauft, hat dann eine gewisse Gutschrift zusammen und dann Ende des Jahres kann man mit dieser Mitarbeiterkarte bezahlen. Ich bin aber nur circa einmal in der Woche einen Tag in der Zentrale, denn die anderen Tage unter der Woche bin ich unterwegs. Das heißt, ich bin direkt in den Filialen vor Ort. Ich schaue, dass die Filialen die Auslieferungen für unseren Onlineshop ordentlich vorbereiten und bin dementsprechend sehr viel unterwegs und auch sehr viel in meinem Firmenauto unterwegs.